Wenn Libertäre oder Naturrechtler das Thema Steuer oder sonstige staatliche Zwangsmaßnahmen ansprechen, fangen sie sehr oft sehr schnell an, von Sklaverei zu reden und ernten damit regelmäßig totales Unverständnis. Denn so etwas wie staatliche Gewalt, Gewaltmonopol, öffentliches Recht und Privatrecht, das sind Dinge, die dem Bürger von klein auf eingetrichtert werden, und zwar in einer Art, dass diese Dinge als selbstverständlich dargestellt werden und der durchschnittliche Mensch nicht einmal auf die Idee kommt, das zu hinterfragen. Für die meisten Menschen ist der Zusammenhang nicht ersichtlich. Warum sollte das Einheben von Steuern auch nur in die Nähe von Sklaverei gerückt werden? Und das ist das Thema in diesem Video. Wie immer erstmal eine Definition aus Wikipedia. Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engeren Sinne der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten, zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Als Eigentum anderer behandelt werden. Und diese Definition zeigt außerdem, dass es sich auch dann um Sklaverei handelt, wenn sie gesetzlich geregelt ist. Etwas, das nicht unbedingt jedermann klar ist. Warum sind Steuern und Gesetze, die willkürliche Regeln aufstellen, eine Form von Sklaverei? Es geht um den Gedanken, dass normalerweise ja nicht das Eigentum an einem anderen Menschen der eigentliche Zweck der Sklaverei ist. Wenn man mal von psychopathischen Sadisten absieht, für die tatsächlich die absolute Macht über den anderen Menschen das Wichtige ist. Einem normalen Sklavenhalter ist der Profit wichtig, die geleistete Arbeit, die Dienstleistung und weniger der Titel Sklave. Dem Sklavenhalter kommt es darauf an, von der Arbeit des anderen profitieren zu können. Und das ist doch das, was dem steuerzahlenden Bürger passiert. Andere profitieren von seiner Arbeitsleistung. Und seine Zustimmung dazu wird nicht vorausgesetzt, wie bei einem Sklaven. Und Sklaverei ist das deswegen, weil der steuerzahlende Bürger keine Wahl hat. Er muss. Wie bei allen Gesetzen sind auch Steuergesetze Regeln, die mit höchster Gewalt durchgesetzt werden. Wer die Steuern nicht bezahlt, dessen Leben wird zerstört. Wer sich tatsächlich gegen diesen Raub wehrt, wird mit Waffengewalt überwunden und gegebenenfalls auch getötet. Bei Steuern kennt der Staat nichts. Für das Geld bzw. für die Erträge aus fremder Arbeit, da geht er auch über Leichen. Jetzt wird der normale Bürger ja den Einwand bringen, dass wir ja in einer Demokratie leben, jeder wählen gehen darf und wenn man nicht damit einverstanden ist, dann kann man ja eine Partei gründen oder eine bereits existierende wählen, die sich dann für die Abschaffung von Steuern einsetzt. Aber das ist genau der Punkt, wenn es um Thema Recht und Freiheit geht. Jemand ist von vornherein kein Sklave. Er muss sich nicht erst Verbündete suchen, um seinen freien Status zu erlangen. Sein eigenes Nein muss ausreichen, damit das Nein auch gilt. Wenn sein deutlich ausgesprochenes Nein nicht gilt, dann ist er Sklave. Man muss jetzt mit dieser Ansicht nicht übereinstimmen, aber ich hoffe, man versteht jetzt ein bisschen besser, warum manche in Bezug auf staatlichen Zwang von Sklaverei reden, weil es sich um Sklaverei handelt. Danke.